So, hallo meine Lieben, willkommen zurück zur deutschen Version von Dying Light 2 Uncut. Und wir befinden uns gerade hier im Hauptbahnhof. Wir spielen nahtlos weiter. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du mit dabei bist. Und lass mir gerne einen Kommentar, lass mir gerne einen Like da. Und es geht direkt weiter. So eine Uniform wie deine kenne ich gar nicht. Ich bin ein Kurier. Ein Kurier? Was ist das? Ich gehöre zur Kuriergilde. Von uns gibt es viele. Wenn es so viele von euch gibt, wieso kenne ich dann deine Uniform nicht? Weil wir diskret sind. Man vertraut uns wertvolle Informationen an, daher verhalten wir uns unauffällig. Sonderlich unauffällig bist du gerade nicht. Stimmt. Unser Hauptquartier liegt im Zentrum und der einzige Weg dahin führt derzeit durch die U-Bahn-Tunnel. Die Peacekeeper bewachen den Durchgang und lassen im Moment keinen ins Zentrum oder hinaus. Schöne Schuhe. So lange hänge ich also fest. Das ist nicht gut. Vor allem, da ich gerade Infos brauche. Da kann ich dir nicht helfen. Wir arbeiten mit hoher Vertraulichkeit. Infos kann dir höchstens unser Gildenmeister geben. Heißt also, ich muss mit ihm reden. Gibt es sonst noch Wege, ins Zentrum zu kommen? Ich kenne zumindest keine. An der Oberfläche ist der Umkreis des Zentrums absolutes Niemandsland. Es wurde bei einem Chemieangriff verwüstet. Und seither ist dieses Gebiet vom Zentrum abgeschnitten. Luft und Boden sind vergiftet. Da können nur die abgedrehtesten Monster überleben. Verdammt. Naja, ich muss einen Weg finden. Egal wie. Viel Glück. Ich bin ja zum Glück selber ein abgedrehtes Monster. Deswegen probiere ich das dann später auch mal. Gibt's hier unten noch was zu nutzen? Scheint nicht. Kann ich mit denen hier irgendwie noch reden? Ja, wunderbar. Hast du Alkohol? Wenn du so viel Glück hast wie ich, hab diese Flasche in einem Keller gefunden, als ich auf Patrouille war. Also habt ihr Patrouillen im gesamten Gebiet? Irgendjemand muss es ja tun. Die Stadt hat es uns zu verdanken, dass sie überhaupt noch steht. Willst du dich uns etwa anschließen? Ich nehme nicht gerne Befehle an. Einsamer Nö, danke. Wolf, hä? Vergiss nicht, gemeinsam ist man starker Kumpel. Schaff ich. Ganz schön gesprächig, die Leute dafür, dass sie mich nicht Bürger, kennen. Du kannst hier nicht bleiben. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Bürger, du kannst hier nicht bleiben. Wer bist du denn? Hm, die lassen mich sogar einfach ihre Karten angucken und alles. Aha. Ich hab dich auf dem Radar, Pilger. Mach ja, ja. Wirbel. Ich hab dich auch auf dem Radar. Okay, von hier komme ich also. So. Ihr müsst uns helfen. Sonst bricht ein Aufstand aus. Helft uns bei der Untersuchung, dann helfen wir euch mit den Banditen. Ich sagte es doch schon. Niemand im Bazar hat was mit Lukas Tod zu tun. Und warum dürfen wir dann eure Häuser nicht durchsuchen? Ja, warum dürfen wir die Häuser nicht durchsuchen? Habt ihr wohl was zu verstecken? Was Besseres gibt's nirgendwo. So, so, dann lassen wir uns mal überraschen. Handwerksmeister, können Sie Entwürfe kaufen, upgraden. Durch das Upgraden von Entwürfen werden die Gegenstände stärker. Wunderbar. Mhm. Für Entwurfsupgrades lassen sich besonders Infizierte erobern, die nachts einfacher zu finden sind auf ihrer Karte. Okay, die haben also den guten Shit für mich. Ich hätte gerne meine Heilung geupgradet. Minen, Aufputschmittel kann ich alles gerade nicht kaufen. Okay. Dann müssen wir anscheinend erst verkaufen. Gut. So, was haben wir denn da alles Schönes? Verkaufen. Verkaufen.
Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Alles muss raus. So, wir haben hier ganz gute Waffen. 15 Schaden. 23, 26, 28. Ja, grüß dich. Ne, dann verchecken wir auf jeden Fall hier die 18er. 28, 26, 19. Die 19er verchecken wir auch noch. Das verchecken wir noch, und zwar alle. Molotow behalten wir erstmal. Tauschkörper brauchen wir nicht. Medikit brauchen wir. Arznei brauchen wir. Aufputschmittel brauchen wir. Handschuhe können wir auf jeden Fall verkaufen. Quarterback-Trikot. Nee. Das können wir verkaufen. Schüchen. Was haben wir denn hier für Schüchen? Kristalle, Armreifen brauchen wir nicht. Seife brauchen wir nicht. Komm, Mehl brauchen wir auch nicht. Weg damit. Weiße Kristalle, Reis brauchen wir auch nicht. Komm. Ausgeschuhe braucht kein Mensch. Armbanduhr braucht kein Mensch. Kippen bringt richtig Kohle. Wodka aus der alten Welt. Ja, komm. Weg damit. Eine Bedienungsanleitung. Nee, die behalten wir erstmal noch. Bienenwachs. Verkaufen wir auch mal. Okay. Wir haben hier ganz viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Gut. Können wir denn was kaufen? Hat er denn was Gutes? Besondere Schuhe? Nee, besondere Handschuhe? Nee. Die Waffen sind auch alle schlechter. Ferngesteuertes C4, nee. Aufputschmittel. Ah, vielleicht ein bisschen für die Immunität. Das Neue brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Eine Hose wäre vielleicht mal irgendwann ganz gut. Okay. Schade, dass du gehst. Passt erstmal. Komm, ich bin auf dem Dach bei der U-Bahn. Und wir gucken jetzt erstmal hier, ob wir bei ihr nicht nochmal schnell ein Upgrade machen können. Infizierten Trophäen. Das ist halt bitter, weil wir haben echt ein paar noch abgelegt irgendwo. Ich weiß noch, wie die Welt nicht nach Scheiße und verrottetem Fleisch roch. Jo. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt anscheinend erstmal aufs Dach. Gut, wir wollen das mal ganz kurz festhalten. Und dann reden wir mit Hakon. Also, was wollten Sie von dir? Wenn du da gewesen wärst, wie du es gesagt hattest. Ho, ho, ich hab getan, was ich konnte. Ich wusste nicht, dass da noch andere Leute im Tunnel sind. Lukas Tod war ein Riesending. Die haben diesen Dreckskerl wie einen Vater geliebt. Aether hat nicht das Charisma von Lukas. Er wird viele Probleme haben. Aether sagte, er würde mich eventuell durch den Tunnel lassen, wenn ich ihm helfe. Was? Wobei sollst du ihm denn helfen? Er will, dass ich die Waffe von Lukas finde, den Lazarus. Er war vom Tatort verschwunden.
Er glaubt, wenn er ihn findet, findet er auch den Mörder. Der Lazarus, ha? Ist doch eine gepimpte Schlagringsammlung, stimmt's? Ich kenne einen Typen, der mit Diebesgut und anderem Kram handelt. Ein Hehler? Teilzeit Hehler, Vollzeit ich Betrüger, hab das Gefühl, aber recht ungeschickt. Die halbe dass Stadt ist wegen seiner Schulden hinter ihm her. Der Mörder ist. Wenn einer in Villador dumm genug ist, eine Peacekeeper-Waffe zu kaufen, dann er. Wie heißt er? Hubert Cabazos. Auch der Hubert! Hubi, ja, klar. Er baut seinen Hubi. Stand jeden Tag im Windrad in der Nähe auf und wartet auf Kunden. Verkauft wohl Gras und Fusel an die PKs. Mann, Mann, Mann. Wenn du den Lazarus finden möchtest, dann sprich mit Hubi. Ich gehe ein paar anderen Hinweisen nach. Okay, lass uns in Verbindung bleiben. Ich spreche mit Hubi. Keine Sorge. Eieiei. Alles klar. Alles klar. Okay. So. Gut, anscheinend habe ich nicht alle Waffen ausgewählt. So, meine erste Waffe ist das Müffelrohr. Wer kennt es nicht? Meine zweite ist geschraubte Keule. Meine dritte ist die gute alte Spitzhacke. Und das hier ist die vierte. Wunderbar. Kann ich denn... Axt. Müffelrohr. 2. Das ist 3. Das ist 4. So, kann ich denn die hier jetzt irgendwie aufwerten? Anscheinend nicht. Ich kann nur die hier aufwerten. Und anscheinend brauche ich sehr viel Draht dafür. Und ja, den haben wir gerade nicht. Gut, wir gucken uns die Missionsziele an. Was haben wir gerade in der Nähe? Der einzige Ausweg. Dann machen wir mit der Hauptmission weiter. Sehr schön. Los geht's. Soldat. Was gibt's hier so zu entdecken? Oh, da unten gibt's was. Ja, das war die falsche Richtung, mein Freund. Schade, dass ich dich nicht mehr retten konnte. Aber wir haben ein schönes Sommerstück anscheinend eingesammelt. Und gucken uns das auch irgendwann später mal an. Wir gehen mal hier kurz durch das Haus durch. Geht schneller. Wir werden immer schneller im Parcours, was ich ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. Was gibt's da drüben? Ein bekannter Ort. Gucken wir uns mal an. Nennt sich eine Pattsituation. Müssen wir mal ein bisschen mehr rüber gucken hier. Tatsächlich dieses dumme Gebäude hier im Weg. Ein andermal. So, was haben wir hier? So. Gute Nacht. Das war ein kurzer Prozess. Und ich nehme euer ganzes Zeug mit. So, sehr schön.
Gut. Weiter geht's. Ja, sage ich auch immer. Die lernen besser mal sich zu benehmen. Diese Arschlöcher. Ah ja, da drüben kommen wir rüber. Dann nehmen wir schön Anlauf um den Baum rum und... Höp. Wunderbar. Läuft doch wie geschnitten Brot bei uns. Oh shit. Autschi! Wer seid ihr? Seid ihr gut? Seid ihr schlecht? Diese Uniform ist zu eng. Boah, da sind aber viele Zombies. Alter Vater, was ist das denn? Rüber da. Ali hep, Ali hep, Ali hep. Wir müssen noch darüber. Belästige mal jetzt nicht die Leute, Mensch, Meier hier. Verflucht, ich hab wohl eine Isolation. Kann ich irgendwas mit dir machen? Wahrscheinlich nicht. Mit deinem Shit. Mit deinem Shit. Dann halt so. Ja, da komme ich hoch. Wunderbar. Perfekt. Da muss ich hin, darüber. Hopp. Ja. Hi, sind wir vom Weg abgekommen, Freunde. Hi, ja, ja, ja. Es wird Zeit, dass das Kommando sich um das Wasserproblem kümmert. Wir müssen den Wasser. So, da oben sitzt ja doch der kleine Rabauke. Gucken wir, ob wir diesmal da hochkommen. Ah, verkackt. So, jetzt aber. Easy, Tiger. Bist du Hubert? Nee, ich bin's nicht. Ich warte auch auf Hubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Weißt du, wann er hier sein wird? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in zwei. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Aber andererseits hat er den besten Fusel. Das Warten lohnt sich also. Tja, dann warten wir mal, oder? Ich kann da anscheinend noch höher. Hey, bist du Hubert? Wer will das wissen? Mein Kunde. Ich will was kaufen. Hey, du bist der Fremde, den sie hängen wollten, stimmt's? Hey, Hubi! Du hast einen besonderen Kunden. Der Pilger vom Bazar ist da. Warte! Ich will nur etwas kaufen. Also, das war Hubi, stimmt's? Sag mal, läuft dir nicht gerade jemand weg? Jo, aber den fangen wir uns jetzt. Hakon, er läuft davon.
Klingt ganz nach Hubi. Moment mal. Ah, ich sehe. Der Arsch läuft nach Nordosten. Let's go, baby. Schneller, Aiden. Du hast ihn gleich. Ich bin halt einfach eine Maschine. Hakon, er ist nicht hier. Kleine Wiesel versteckt sich sicher. Sieh dich um. Warte, ich sehe ihn. Er klettert. Siehst du das GIE-Gebäude? Er klettert gerade aufs Dach. Let's go. Verdammt, hab ihn verloren. Aber er muss auf diesem Dach sein, Aiden. Finde ihn. Klar, kein Thema. Oh shit. Das wird knapp. Ah, ich komm nicht hoch. Okay, hopp. 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 Okay. Hubert, ich will nur reden. Nicht weh. Ich weiß nichts. Worüber? Ich hab dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts. Ich schwöre. Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler. Hm? Ein Hehler? Niemals. Wiederverkäufer. Vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat mal Lukas gehört, dem verstorbenen PK-Commander. Und tu bloß nicht so, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Warum bist du vor mir geflüchtet? Weil alle 5 Minuten irgendjemand hinter mir her ist, Mann. Okay, vielleicht habe ich manchen Leuten einen Grund gegeben, wütend zu sein. Aber ich biege das wieder hin. Bald. Ganz sicher. Vielleicht. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich habe das nicht erwähnt. Komm schon! Jeder weiß von Lukas kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukas getötet, was Blödsinn ist! Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, sonst... Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Ja, das finde ich. Wunderbar. Ja, ja, komm. Und wir sind hier Robert in einem GIE-Gebäude. Robert sagt, jemand wollte den Lazarus verkaufen. Kennst du eine Maya? Deswegen gucken wir uns da mal drin um. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square, abgefuckte Gegend.
Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Alter, hier ist ja viel los. Okay, ich glaube, ich komme wirklich nachts wieder. Gut, 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 gut. Wo befinden wir uns denn hier gerade? Dran. Sehr gut. Die ganzen Windräder mitnehmen. Okay, und den Rest müssen wir uns anscheinend so mal ansehen. Hier scheint auch was zu sein, weil mein Controller vibriert und vibriert. Bin ganz nah dran. Vielleicht gehen wir einfach mal ganz kurz darüber. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Halli hopp. Hui. Shit. Ich dachte, da wäre noch ein Haus. Ah, sorry. Hemmstoffbehälter erkannt. Jo. Das nächste Mal gucken wir wohl lieber erstmal nach unten, bevor wir irgendwelche komischen Aktionen machen. Shit. Ah, ruhig, Brauner. Ich muss hier hoch, hier rüber. Und die Hopp. Und wir gucken mal, was wir hier gerade nicht sehen konnten, was es da zu sehen gibt. Natürlich doof, dass ich mich da jetzt. Ah, wunderbar, noch eine dunkle Höhle. Dass ich mich da jetzt nicht bewegen kann, während ich da reingucke, aber vielleicht ist es auch besser so. Guck mal, haben wir irgendwelche Fertigkeitspunkte? Nö. Wir brauchen.
brauchen einfach, wir brauchen mehr Hemmstoff. Okay. Kein Problem. Schon bist du frei, Digga. Das Einzige, was da immer nervt, ist, wieder aufs Dach hochzukommen. Schön Aufputschmittel. Jawollo, das ist es nämlich. Das Zeug, aus dem die Träume sind, das sage ich euch. So, Ali hopp. Bisschen Pilze. Bisschen Pilze, bisschen suchen. Zack. Zack. Widerstandsfähiger Bastard. Warte, warte, warte. Ich habe hier irgendwas Brummen und Summen gehört. Immer her damit. Alter Vater, wie viel gibt's denn hier? Sag mal. Das heißt wohl, dass es Nacht wird. Ein bisschen Licht. Okay. Ali hopp. Zu langsam. Ali hopp! Ah, wo ist jetzt? Wo ist dieses Ding hier? Ali hopp! Ah, gerade noch so geschafft. Okay. 195 Meter von hier, bitte. Ich komme aber wahrscheinlich auch durch die Nacht, wenn ich einfach nur hier chille. Mal gucken, was passiert, wenn ich das hier mache. Ah, einmal drüber streicheln und gut ist, oder wie? Ah, ja, hallo? Besser geht's ja gar nicht. Genauso habe ich das natürlich geplant. Ja, jetzt kann ich mich da schön ins Licht stellen. Das Aktivieren eines Windrads erschafft eine Sicherheitszone. Ja, genau die habe ich gebraucht. Diese bietet einen Ruheplatz,
und Gruppierungsgebäude gibt es auch noch. Und die Art von dem Gruppierungsgebäude hängt davon ab, wer das umliegende Gebiet kontrolliert. Gut, sehr gut. So, gibt es hier einen schnellen Weg runter? Yes, den gibt es. Ja, auch sehr gut. Und dann mal ab ins UV. Schöne Runde Natzen. So, Spielerversteck. Wir haben hier voll viele Talismane. Die müssen wir das nächste Mal im Bazar dabei haben. Oder wo auch immer wir schlafen können. Packen mal das Hemd hier rein. Wir packen mal einen Schoner hier rein, weil wir haben bessere Schoner. Wir packen mal die Schuhe hier rein. Moment, was haben wir denn für Schuhe an? So. Das sind tatsächlich gerade die besten, oder? Überlebensdauer. Ausdauerpartour. Ich glaube, ich ziehe mal die hier an. Gut, 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 gut. Bequeme Sportschuhe. Wir haben hier anscheinend die Handschuhe. Keine bessere Kleidung. Keine besseren Schoner, keine Hose. Nichts fürs Gesicht. Traurig! Aber gut. Dann legen wir den Rest ab. So, stabile Schuhe. Ciao, 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 Kakao. Bequeme Sportschuhe haben wir an. Bedienungsanleitung. Der Rest kann eigentlich erstmal drinnen bleiben. So, und dann wäre ich hier eher die Frage, ob wir mal nicht diese Ressourcen noch wieder mitnehmen. Denn dann können wir nämlich pimpen. Oder besser gesagt upgraden. Und das wird richtig, richtig wichtig. Sehr gut. Wir legen uns eine Runde aufs Ohr. Und haben bestimmt wieder lieblichste Träume. Ah, tatsächlich nicht. Okay. Hervorragend. Aber es ist schön. Es ist schön und wir können zur Hauptmission. Hemmstoffbehälter erkannt. Hemmstoffbehälter in der Nähe. So, erstmal klauen. Das hört sich aber gar nicht gut an. Loslass, das gehört mir. Hey, das ist nicht witzig. Was für ein Drecksloch. Sehr nett. Lass ich mal Hemmstoff klauen. Dankeschön. Nee, da wollen wir nicht hin. Lass mich hier hin. Gibt's hier noch was zu holen? Nö. Leider nicht. Leider nicht. Hey, Kinder. Ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. War total tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen.
Du hast dich damit in große Schwierigkeiten gebracht, Fräulein. Ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und es gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Es könnte Krieg geben. Mein Säbel juckt. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Pah, stolzer Preis. Ich zahle aber nicht. 500? Bist du übergeschnappt? Und überhaupt, wofür brauchst du so viel Geld? Von welchem Stern bist du denn? Wir haben kein Wasser. Wasser kostet Geld. Maya, das ist gefährlich. Willst du, dass die Picards dich verhaften? Gib sie sofort her. Na gut. Das wollte eh niemand kaufen. Und ich habe mich dran geschnitten. Geil. Geil, geil, geil. Ohne, dass ich was zahlen musste. Haha. Schön, das Kind abgerippt. Und ich klaue euch noch Handgemälde. Ja, komm. Ich hab den Lazarus. Cool. Dann schwing deinen Arsch zu Aethor. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay. Alles klar. Dann mal los hier. Alli hopp, alli hopp. So, was haben wir denn hier Schönes? Mehr Gegner. Gegner, 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 Gegner mit Hörnchen. Dunkle Höhle. Alles klar. Gut, ich denke, das war's dann. So, wie komme ich da rüber zum Chicken Pie? Spielt erstmal keine Rolle. Komm, wir hauen uns mal rein. Ah, was geht hier so? GRE-Anomalie. Okay. Gib mir ein bisschen Pilz. So, wie komme ich da rein? Ich muss sie in der Nacht. Ach komm. Das ist eine Zeitverschwendung. Das ist echt nicht cool. Ja. Echt nicht cool. Sehe ich ganz genauso. So, no risk, no fun. Zack. Einmal durchgelaufen. Hoppala! Richtig angerempelt. Halli hopp, halli hopp. Halli hopp. Halli hopp. Hoppsasa. So, rüber da. Rüber da. Rüber da. Okay. Ach, du bist immer so negativ, Naira. Weil du mich nicht verstehst. Die Essenz des Überlebens? Wovon redest du da?
Willst du es rausfinden? Schließ die Augen. Was nimmst du wahr? Nun ja, ich höre Geräusche. Ja, und was noch? Gerüche. Irgendwas stinkt da. Genau, Gerüche. Impulse gehen von den Sinnesorganen direkt ans limbische System, lösen eine emotionale Reaktion aus. Erinnerungen, das Wohlbefinden der Seele. Aber das riecht nach Scheiße. Was hast du erwartet? Es ist ja auch Scheiße. Was denkst du denn, was die Leute hier als Dünger nehmen? So genau wollte ich das gar nicht wissen. Tut mir leid. Gib mir das göttliche Gewürz. Also, wer bist du? Scheiße. Was machst du hier? Vor dem Niedergang habe ich in einer Parfümfabrik gearbeitet. Ich schätze mich glücklich, in dem Jahrhundert professionell aktiv gewesen zu sein, in dem die Welt tatsächlich gut gerochen hat. Jetzt ist alles wieder normal. Also habe ich mich gefragt, wie kann ich das ändern? Welcher Geruch würde die Leute in dieser jämmerlichen Welt glücklich machen? Und du dachtest dir, was ist besser als Scheiße? Ich hoffe sehr, du meinst nicht, die Essenz des Überlebens sei nach Scheiße zu riechen. Natürlich nicht. Ich habe da eine wirklich aufregende Idee für einen neuen Duft. Die Leute bezahlen ein Vermögen für den kleinsten Dufthauch. Ich habe ihn Turn Me On genannt. Lass mich raten, Pipi. Und er ist fast fertig. Ich brauche nur noch ein wenig Schrott für die Herznote. Aha, okay. Ja, komm, Herznote. Wissen wir zwar, was das ist, aber... Die mittlere Note des Parfüms. Metallschrott und Lavendel. Wir sind ja... Das ist alles, was fehlt. Ja, unwissend. Na klar, unwissende Metallschrott Pilger. Und Lavendel. Eine Komposition, die auf der Hand liegt. Naira gibt sich extra Mühe, kontrovers zu sein. Wenn du mir welchen bringst, werde ich dir alles über meine Geheimformel verraten. Du, ich habe da zufällig, glaube ich, ein bisschen... Naira meint, sie braucht auch Lavendel für ihr Parfum. Das klingt schon einleuchtender. Ich hab da ein bisschen Schrott. Metallschrott für Naira. Warum sollt ihr hier bitte warten? Ich hoffe, das ist nicht bloß reine Zeitverschwendung. Okay, aus Metallparfüm machen. Das ist tatsächlich eine richtige klingt Mission. Absurd. Und dann können wir das wohl... Autschi! Warum muss ich immer das Feuerholz sammeln? Ja, warum wohl? Kann Helmut das nicht erledigen? Helmut? Alter, was haben die denn für Namen, sag mal. Helmut. Hubi. Sag mal, da haben die Entwickler aber richtig, richtig tief in die Trickkiste gegriffen, was die Namen angeht. Du. So, hoppa. Was hältst du davon, wenn wir ein Geschäft machen? Oder ich könnte dich auch wegen versuchter Bestechung dran kriegen. Ja, könntest du. Ist aber scheiße. Das tut höllisch weh. Warst du wenigstens mal beim Arzt? Ich lass mich bestimmt nicht von irgendeinem komischen Typen begrapschen. Ah, der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow. Ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn. 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Oh, das auf ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen. Beruhigen Sie sich, Pilger.
Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ja, da kann ich ja ewig warten. Spuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden. Bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn wäscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Du bist aber vertrauenswürdig. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Oha. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Totaler Krieg direkt. Denn wenn Sie diese kleine Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Alles klar. Er hat ihm das Tattoo aus der Haut geschnitten. Grüß dich. Keine halben Sachen hier. Nicht schlecht, Bro. Nicht schlecht. Hallo, Bürger. So, mit Willkommen dir kann ich noch reden. Hey, Ada, haben Sie kurz Zeit? Sie meinen, Sie wissen bereits, wer der Mörder ist? Noch nicht, aber ich habe andere Fragen. Machen Sie schnell. Wissen Sie etwas über einen Mann namens Waltz? Vor langer Zeit war ich auf den Straßen des Zentralrings auf Patrouille und begegnete einem Trupp Abtrünniger. Ich war allein, verängstigt. Aber ich behauptete mich. Fast brachten sie mich um. Ihr Anführer schritt ein, befahl ihnen aufzuhören. Er sah mir in die Augen und sagte, warum gehorcht ein so tapferer Soldat Matt und nicht mir? Wenn du dich besinnst, komm zu Williams Festung. Dann scharte er seinen Trupp um sich und fort waren sie. Erst später fand ich heraus, dass es Waltz gewesen sein könnte. Er wollte mich rekrutieren. Ja. War Commander Lucas ein guter Anführer? Zu gut. Manchmal wünschte ich sogar, er wäre nicht so kompetent. Inwiefern? Ach, es war schwer, es ihm gleich zu tun. Sie haben vielleicht schon gehört, dass mich nicht alle meiner Männer schätzen. Sobald wir die Leiche gefunden haben, ändert sich alles. Ich werde ihr Vertrauen zurückgewinnen. Sie sagten, Sie wollten wegen Ihrer Familie zurück zum Zentralring. Sie sind mein Ein und Alles. Hayden, seit sich Lukas Fall festgefahren hat, frage ich mich, ob ich bei meinem Streben nach Beförderung, nach mehr Missionen, meine Familie vernachlässigt habe. Gut möglich. Ach, vergessen Sie es. Fast jeder unter meinem Kommando hat jemanden im Zentralring. Jeder will dorthin zurück. Aber Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen, ist definitiv schwierig. Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht? Hm? So, mit wem können wir denn noch quaken, bevor wir hier gleich die Folge beenden? Es sieht so aus, als könnten wir noch mit ihm reden. Sehr schön. Hey Mann, wo bekomme ich was zu essen? In der Kantine. Wir haben eine Kantine und ein Krankenhaus in unserer Basis. Wie bei der Armee. Nicht wie bei der Armee. Das hier ist die Armee.
Wir bringen Ordnung in dieses beschissene Chaos. Und wer bist du? Niemand Bestimmtes. Ist das wichtig? Es ist immer wichtig. Ich bin jemand anderes, als ich einmal war. Ein scheiß Philosoph. Geh zu Karl. Der steht auf so ein Mist. Ja, ich bin Philosoph. Ein friedlicher Philosoph, der gerne Toten die Köpfe abhackt und gerne vor allen Dingen nachts unterwegs ist, um zu plündern. Sehr schön. Wir gehen wieder ins Licht und wir hören auf mit dieser Folge. Wir starten hier, bevor wir weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst einen Kommentar, Like oder Abonnent. Da. Tschüss.